Ich erstelle ein neues Profil bei Facebook und gehe auf die Seite des bekannten Salafistenpredigers Pierre Vogel. Ich klicke auf Gefällt mir und das reicht schon. Ich bekomme rasch eine Nachricht von einem jungen Mann. Hallo Anna, wenn du Fragen hast, kannst du dich an mich wenden. Er gibt mir Tipps, wo ich mich informieren kann, bei der wahren Religion, einer salafistischen Missionierungsseite. Dort finde ich begeisterte Erfahrungsberichte. Und auch die Versprechen meiner Chatpartner klingen zunächst gut. Warum ich mich Allah hingegeben habe? Er hat immer eine logische Antwort. Ich frage den Bielefelder Extremismusforscher Nils Böckler, ob das typisch für die Anwerbung im Netz ist. Sie bauen halt wirklich eine Verbindlichkeit mir gegenüber auf. Das nächste ist, sie vermitteln mir, hör mal, das bin nicht nur ich, ja? Ich bin ein Vertreter dieser Gruppe, aber wir sind gemeinsam die Umma, ja? Die Gemeinschaft. Und wenn du bei uns bist, dann wirst du immer dieses warme Gefühl haben. Ganz schnell gehöre ich dazu und lerne neue Regeln. Hör keine Musik, weil das verboten ist. Es ist dir nicht erlaubt, mit fremden Männern zu sprechen. Keine Schminke. Bedecke dich. Ich bekomme immer mehr Freundschaftsanfragen. Die Chats verändern sich jetzt. Schau mal, ist der nicht süß? Und der ist auch richtig süß. Offenbar Bilder aus Syrien. Das Leben dort zeigen mir meine Chatpartner mit Videos vom IS. Bilder eines vermeintlich idyllischen Alltags. Gerade für Frauen gibt es viele, viele Propagandavideos oder die vermeintlich für Frauen gemacht wurden, wo es erstmal gar nicht um den Kampf geht. Da werden Kinder gezeigt, die IS-Kämpfer werden gezeigt, wie sie irgendwie die Infrastruktur aufbauen. Und dann wird das Böse gezeigt, der Westen, der diese Oma angreift. Und dann kann ich das auch irgendwie ertragen, dass ich dort eine Frau sehe in Vollverschleierung mit einer Kalaschnikow, weil ich weiß, warum sie das tut. Und dann geht es ganz schnell. Ein Mann, offenbar in Syrien, schreibt mir. Er vermutet, ich sei konvertiert. Für jeden Muslim ist es Pflicht, hierher zu kommen. Wie lange dauert der Weg? Man kann es von Deutschland in einem Tag nach Syrien schaffen. Ich habe aber Angst. Ich kenne ja niemanden. Das ist kein Problem. Hier sind viele deutsche Frauen. Ich bringe dich zu ihnen. Vertrau mir. Nach nur 2 Wochen die Einladung nach Syrien. Ich kann jetzt ein bisschen besser verstehen, warum sich einige dem gefährlichen Sog dieser Gemeinschaft nicht entziehen können.